Hallo liebe Freunde der UV, Sie sind heute zu Gast auf dem Betrieb der Familie Pund. Wir haben uns in den letzten Jahren spezialisiert auf die Schweinehaltung. Wir befinden uns hier in dem Bereich Deck- und Wartebereich, wo die Sauen nach dem Absetzen hinkommen, besamt werden und dann bis zur Abferkelung hier verbleiben. Und wozu der Eber? Damit die Rausche bei den Sauen stimuliert wird, lässt man den Eber mehrmals am Tag vor den Sauen entlang laufen, damit sie Kontakt zu dem Eber bekommen. Die eigentliche Besamung läuft natürlich zu 95-98% über die künstliche Besamung. Der Eber ist eher der Animateur und für die Wochenendarbeit zuständig, wenn man keinen Samen lieferbar ist. Wie viele Sauen habt ihr insgesamt? Zurzeit befinden sich hier in dem Stall etwa 150 Sauen. Sie werden in Gruppen gehalten, sodass alle drei Wochen eine Gruppe abferkelt. Die Tragezeit bei den Sauen beträgt etwa 114 Tage. Dann, wenn sie abferkeln, bleiben sie etwa vier Wochen bei den Ferkeln. Aber den Bereich gucken wir uns jetzt als nächstes an. Etwa eine Woche vor dem berechneten Abferkeltermin kommen die Sauen hier rein, ferkeln dann ab. Wir sehen hier Ferkel, die etwa eine Woche alt sind. Da so kleine Ferkel einen ziemlichen Wärmebedarf haben, werden noch zusätzlich in den ersten zwei Wochen diese Infrarotlampen aufgehängt. Obwohl diese Platten, die dort sind, diese Aluplatten, werden mit warmem Wasser beheizt. Das heißt, wenn die Ferkel ihre Schlafphase haben, liegen sie schön aneinander gereiht auf diesen Platten. Die haben eine Temperatur von 36, 38 Grad, sodass insgesamt die Raumtemperatur mit 20 Grad deutlich niedriger gehalten werden kann. Und was bekommen die Tiere zu fressen? Gefüttert werden die Sauen hier mit einem Fertigfutter, einem Trockenfutter. Da die Sauen für die Milchleistung eine ziemliche Futtermenge benötigen, werden sie dreimal am Tag gefüttert. Zweimal vormittags, einmal nachmittags. Die Ferkel werden ab etwa 10 Tagen in diesen kleinen Automaten, die hier vorne stehen, zugefüttert. Dort haben sie auch eine Tränkemöglichkeit. Zusätzlich ist vorne beim Kopf der Sau noch eine Tränke, sodass sie jederzeit Zugang zu Trinkwasser haben. Als Spielmaterial hängt noch so ein Plastikblock da. Einige benutzen es, einige nicht. Nachdem die Ferkel von den Sauen getrennt wurden, blieben sie ja noch eine Woche da hinten in der Abferkelbucht. Danach kommen sie hierher, werden nach Größe sortiert. Diese sind etwa schon sieben Wochen hier, wiegen so um die 25 Kilo und kommen in Kürze dann in den Mastall. Gefüttert werden sie hier ebenfalls mit Trockenfutter aus diesen Automaten. Beheizt wird das Ganze hier mit diesen Platten da an der Wand mit warmem Wasser.